So, ich grüße euch Leute. Ich befinde mich hier noch auf der stillen Insel Sylt für ein paar Tage über Ostern und jetzt dieses Video werde ich nur kurz machen für alle Quadrocopter-Flieger unter euch, die gerne auf Sylt Videos machen wollen. Erkundet euch vorab, ihr dürft hier nämlich nicht fliegen. Also ohne Aufstiegsgenehmigung dürft ihr auf der Insel Sylt bzw. auf den ganzen Nordseeinseln nicht fliegen, ohne Aufstiegsgenehmigung. Und zwar habe ich es eigentlich daran gemerkt, ich habe vorab in Hannover mal geguckt auf meine Airmap, wie das ausschaut mit Flugverbotszonen. Es gibt hier Flugverbotszonen, das ist klar, es gibt hier viele Naturschutzgebiete und es gibt auch ein Flugfeld hier. Und in dem ganzen Bereich dürft ihr nicht fliegen, das ist klar, das ist aber auch völlig in Ordnung. Und ihr habt allerdings oben im Norden und hier im Süden, wo ich jetzt gerade bin, schon eigentlich ein paar Fleckchen, wo ihr laut Map fliegen dürft. Und ich bin dann an einem Ort geflogen oder wollte dort fliegen, wo angeblich keine Flugverbotszone ist, nur ein überwachter Flugraum, was da soweit in Ordnung ist. Wollte dort dann starten, habe dann zwei Häkchen setzen müssen in der DJI-App, dass ich eine Erlaubnis habe. Das habe ich einfach mal gemacht, weil ich dachte, okay, ich darf ja fliegen. Bin dann, glaube ich, 2-3 Minuten nochmal rumgeflogen, dachte mir, oh nee, irgendwas bestimmt da nicht. Bin dann wieder gelandet, habe natürlich vergessen zu filmen, was mir leider jetzt schon das zweite Mal passiert ist. Und habe dann einfach kurze Zeit später, weil ich dann die Tage später nochmal oben im Norden irgendwo fliegen wollte, einfach mal den Tower hier in Sylt angerufen, vom Flugfeld. Habe kurz mit denen gesprochen und da kam strikt die Ansage, dass man hier nicht fliegen darf, auf der ganzen Insel nicht. Finde ich ein bisschen strange, ich weiß nicht, es gibt hier so viel Platz, wo man fliegen könnte, auch keinen stören würde. Ich will das natürlich nicht herausfordern und habe die DJI Mavic dann seitdem auch in der Tasche gelassen. Aber wie gesagt, laut dem Tower hier auf Sylt dürft ihr nicht fliegen ohne Aufstiegsgenehmigung. Ihr müsst vorab eine Aufstiegsgenehmigung, ich glaube, die speziell für die Insel hier nicht erwerben, aber anfordern. Und dann müsst ihr natürlich sagen, hier, ich fliege so und so lange, ich pass auf, bla und blub. Dann würde man vielleicht eine Aufstiegsgenehmigung bekommen. Das habe ich natürlich jetzt nicht, deswegen bleibt sie schön in der Tasche drin und wird morgen wahrscheinlich erst wieder ausgepackt, weil ich morgen mit dem Schiff nach Dänemark rüberfahre. Ich hoffe, dass es nicht ganz so windig sein wird wie heute. Dann hätte ich nämlich ein Problem, beziehungsweise die Drohne hätte ein Problem und ich könnte meine Filmaufnahmen nicht machen. Aber ich drücke mal die Daumen, weil morgen soll es eigentlich ganz schön werden, dass ich in Dänemark ein bisschen fliegen kann. Wie gesagt, jeder, der ein Quadrocopter mit nach Sylt nehmen will, ihr dürft hier nicht fliegen. Es gibt einen Modellflugplatz, wo ihr auch als Gast fliegen könnt, nach vorheriger Anmeldung. Das lasse ich jetzt hier, weil es wird mich jetzt ein bisschen aus der Bahn werfen. Deswegen morgen einfach in Dänemark ein bisschen fliegen. Und ich denke, dafür reicht es jetzt erstmal. Ihr habt die Information, Sylt nicht fliegen ohne Aufstiegsgenehmigung, kann nach hinten losgehen. Und ich werde mein Glück dann morgen einfach in Dänemark versuchen. Haut rein, ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann ihr auch immer das Video schaut.